Hallo Remo. Ah, Inspektor Paul, haben Sie den Bericht der Lorenzi-Brüder durchgelesen? Ich habe herausgefunden, dass Raimo und die Lorenzi-Brüder früher schon Drogengeschäfte abgewickelt haben. Unsere einzige Chance ist, dass wir Raimundo zum Sprechen bringen. Raimundo ist der Einzige, der weiß, wo sie Pony aufhält. Kommissar Heinz, soll man sich mal zwei Wendestiefel vornehmen? Okay, lass mal ein bisschen Dampf in den Laden. Zum letzten Mal, wo ist der Heroinkoffer? Ich sage schon. Na also, warum nicht gleich so? Der Koffer hat ihn irgendwo Wochenende außen versteckt. Wo ist das Haus? Wo ist dieser Ort? Waldheim. So, lasset ihn mal los. Komm. Danke, Remo. Fast hätte ich was vergessen. Was ist los? Alle sitzen bleiben, keine Bewegung. Rauschgiftratio. Halt stehen bleiben! Kein Mucks, dass uns knallt. Los, Griffluftege! Was soll das, Herr Inspektor? Das ist ungesetzlich. Gut, schalte. Kommt jeder zu uns her, wenn man dazu aufgefordert. So, du bist der Erste, wie heißt? Dreckspulle. Dein Name will ich wissen. Rein und soll. Leer deine Tasche aus. Was ist denn das? Ich weiß nicht, wie das in meine Tasche kommt. So, du weißt nicht, wie das Zeug in deine Tasche gekommen ist. Ey, wisst ihr, wie das Zeug in deine Tasche gekommen ist? Scheiße, hä? Meinen Sie, wenn ich Stoff da hätte, würde ich ihn in der Theke verstecken? Bei mir gerade ja dafür, guck mal sogar in dein Gewissen ein. Dein Name? Söldner. Vorbestraft? Nein. Auf geht's. Was braucht sie einen Revolver? Um blöden Bullen erst in den Kopf runterzublasen.
Ja, das Messer, ja. Ja, hier ist Inspektor Paul. Schicken Sie uns wieder ein paar Leute hier ins Wendelstäble. Wir haben ein paar Leute verhaftet hier. Wann haben Sie die Geschütze gehört? Etwa vor einer halben Stunde. Und Sie haben niemanden gesehen, der das Haus verlassen hat? Nein. Hat er von seinem Tod nicht von einem größeren Geschäft mit Rauschgift erzählt? Nein. Können Sie etwas darüber sagen? Tut mir leid. Dann werden wir Sie nicht länger stören. Wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, melden Sie sich bei uns. Auf Wiedersehen. Inspektor? Ja, bitte. Raimundo hat mir erzählt, dass ein Bekannter ein Wochenendhaus am Waldsee hat. Vielleicht kann ich mir das weiterhelfen. Ein Wochenendhaus? Vielleicht haben sich die Lorenzo-Brüder dort versteckt. Ich weiß nicht, von was Sie sprechen, Kommissar. Ich habe keine Ahnung von rausgeschickt. Mord, so nix. Wir werden schon noch Beweise finden und wenn da noch Beihilfe zum Mord dazu kommt. Ja, aber wirklich. Bis jetzt darf ich noch schön noch reinkriegen. Vorläufig können wir dich sowieso festhalten, wegen unerlaubten Waffenbesitz und Widerstand gegen die Polizei. Führen Sie ihn ab. Harry musste untertauchen. Wenn wir den Koffer vom Wochenendhaus abholen, brauchen wir ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug, in dem wir ihn nicht auffallen. Der ist genau richtig. Bevor unsere Kollegen ermordet worden sind, hat sie über Funk nur eine Nachricht durchgegeben. Und wie war die Nachricht? Nimm erstmal die Sonnenbrille ab. Mich blendet Ihr Gesicht, Inspektor. Runter mit dem Ding. Als die Lorenzi aus deinem Lokal gekommen sind, haben sie einen Koffer dabei gehabt. Ach ja, natürlich. Sie haben meine Briefmarkensammlung gekauft. Ich bin wirklich unschuldig, Inspektor. Mir geht die Sonne am Arsch. Sie waren zweimal vorbestraft wegen Dealerei und Zuhälterei. Und jetzt zum dritten Mal wegen Widerstand gegen die Polizei. Ey. Scheißegal. Es wäre besser für Sie, wenn Sie reden würden. Ich weiß für nichts, von was Sie da reden. Bring Sie raus. Du Lothar, haben mich gerade einen Anruf gekriegt. Du hast gerade einen LKW geklaut. Und wo war das genau? In der Nähe von Waldheim. Wer denn der Gegend gerade Dienst? Du und der Arnold. Sollten auch dem LKW Ausschau halten. Okay.
K1, bitte kommen, K1, bitte kommen. Hier K1, was gibt's? Hinter der Gegend muss ein gelber LKW rumfahren. Die Lorenzis müssen ihn geklaut haben. Hat der LKW besondere Kennzeichen? Hat eine graue Blende und einen grauen Schlag. Das Kennzeichen gebe ich noch, eigentlich noch erbekannt. Verstanden, Roger. Na dann los, Fetsch. Kommissar Heinz. Hallo, scheiß Bulle. Wer ist da am Apparat? Jetzt erstmal mir du genau zu. Lasst meine Leute vom Gefängnis frei. Schon schlag wie Rieselnass, verstehst du? Soll das dann nicht sein? Wir legen nochmal zwei Leute um. Und wenn dann hast du noch immer nicht kapiert, dann kommt nochmal was. Ja. Hallo, hören Sie? Kommissar, wir wissen jetzt, wo die Leute den Koffer versteckt haben. Haben Sie was, Herr Kommissar? Ja. Wir sind jetzt hinter dem gestohlenen LKW her. Versucht die Insassen im LKW zu überwältigen. Verstanden, Roger. Ja, jetzt probieren wir in der LKW zu schleichen. Oder, die Luftladefläche steigen.